Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den neuen Cannanews aus dem Juli. Ja, Ansturm von Cannabis-Clubs in den ersten 4 Wochen in Nordrhein-Westfalen, denn seit dem 1.7. dürfen bereits gegründete Clubs Anträge für den Anbau stellen. Also in den ersten 4 Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Teillegalisierung von Cannabis sind in Nordrhein-Westfalen alleine 43 Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen eingegangen. Laut einer Umfrage bei den 5 zuständigen Bezirksregierungen sind meist Anträge jedoch noch ziemlich unvollständig. Alle 15 Anträge aus Köln sind laut der Bezirksregierung unvollständig. Also insgesamt könnten bis zu 3000 Clubs in Nordrhein-Westfalen zugelassen werden. Das im Frühjahr beschlossene Bundesgesetz erlaubt es Clubs, Cannabis gemeinschaftlich anzubauen und weiterzugeben. Ja, und die Bezirksregierungen haben die Aufgabe, die Verwaltung zu übernehmen und dürfen dafür 20 neue Mitarbeiter einstellen. Zusätzlich sind 3 Stellen beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vorgesehen. Ja, die liebe Verwaltung schluckt immer wieder viele Ressourcen. Jetzt zurück zu den Anträgen. Die verteilen sich auf jeden Fall wie folgt. Im Regierungsbezirk Düsseldorf 10 Anträge, in Köln 15, in Arnsberg 8 und jeweils 5 in Detmold und Münster. Auch hier sind, wie gesagt, alle Anträge leider noch unvollständig. So, nur noch zu einer Meldung aus Niedersachsen. Ja, selten aber wahr, aber es gab in Braunschweig wirklich mal einen schönen Polizeieinsatz. Und das von mir. Naja, auf jeden Fall früher kaum denkbar. So hat nun ein junger Mann bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet, weil ihm seine Hanfpflanze entwendet wurde. Ja, erst grinste selbst die Polizei, aber der 22-jährige Student Jonas hatte seine Pflanze schlauerweise mit einem AirTag versehen. Ja, die Hanfpflanze wurde von Jonas Terrasse gestohlen. Und dank des versteckten Ortungsgerätes konnte er den Standort der Pflanze ermitteln und die Polizei informieren. Ja, diese nahm den Fall dann aber doch ernst und konnte die Pflanze beim 18-jährigen Jungen sicherstellen. Ja, nach der Durchsuchung rief die Polizei Jonas an, um ihm mitzuteilen, dass er seine Pflanze wieder abholen könne. Ein Foto von Jonas vor der Polizeistation mit seiner zurückgegebenen Pflanze sorgte auf Social Media für viel Aufmerksamkeit und Lob für die Polizei. Also wirklich mal eine schöne Meldung. Dafür stoppt die Polizei eine Geschenkaktion in Halle. Ja, eine geplante Verschenkaktion des Hanfverbandes am Frankeplatz in Halle, Saale, wurde von der Polizei gestoppt. Der Hanfverband wollte Vermehrungsmaterial, also Stecklinge, kostenlos verteilen. Doch um 15.20 Uhr griffen die Beamten bereits ein und umkreisten den Stand. Angelika Saidi, Sprecherin der Ortsgruppe Halle, bezeichnete das Vorgehen der Polizei als einfach nur lächerlich. Die Polizei handelte auf Anweisung der Staatsanwaltschaft, da die Aktion als Verstoß gegen das Werbe- und Sponsoringverbot gesehen wurde. Herr Saidi verwies auf das Cannabisgesetz, wonach Vermehrungsmaterial verkauft und somit auch verschenkt werden dürfe. Sie betone, dass es sich nicht um eine Werbeveranstaltung für den Konsum von Cannabis handelte. Ja, trotz der Proteste wurden 117 Stecklinge beschlagnahmt. Eine Pflanze jedoch konnte noch vor dem Polizeieingriff an eine ältere Frau verschenkt werden. Ja, diese war zumindest emotional tief betroffen. Ja, traurig, dass unsere Behörden teils noch sehr wahllos handeln und selbst ja noch nicht wissen, was eigentlich erlaubt ist und was noch nicht. Ja, und was wären denn unsere News ohne die Bayern? Also, unser Hanfkönig schafft es immer wieder in die Medien. Diesmal veräppelte er die Polizei bei einer Razzia. Ja, der Wenzel Severny, ein schon bekannter Cannabis-Unternehmer, hat die Polizei bei einer Razzia auf dem Sintflut-Festival in Erding ein bisschen vorgeführt. Nachdem Zivilbeamte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut bereits am Montag 56 Cannabis-Stecklinge von Severny Stand beschlagnahmt hatten, wollten sie das wohl am Dienstag wiederholen. Doch diesmal fand die Polizei nur Plastik-Marihuana-Pflanzen vor. Ja, Severny hatte den Stand nach der ersten Razzia mit Kunststoffpflanzen gefüllt, die normalerweise als Dekoration in seinem Geschäft in Aschheim dienen. Und als die Beamten die vermeintlichen Pflanzen abschneiden wollten, bemerken sie, dass die gar nicht echt waren und zogen darauf beleidigt wieder von dannen. Na, so ein Pech. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die erneute Razzia, jedoch wurde keine Beschlagnahmung durchgeführt. Für Severny, der rund 20 Hanffilialen in Deutschland betreibt, sind die Kontrollen reine Schikane, da er glaubt, seit der Legalisierung berechtigt zu sein, Cannabis-Stecklinge zu verkaufen. Er hat seinen Anwalt übrigens auch eingeschaltet und will weiterhin Stecklinge auf dem Festival anbieten. Tage später stellt er wieder echte Pflanzen ins Regal. Ja, und hier noch eine Meldung aus Österreich, ohne Plastikpflanzen.
Denn hier wurden 1450 Cannabispflanzen in Hainburg gefunden. Ja, ein 47-jähriger Slowake wurde in Korneuburg wegen des Betriebes einer professionellen Cannabisplantage in Hainburg verurteilt. Er hatte 1455 Pflanzen in seiner Wohnung gezüchtet und Strom im Wert von 60.000 Euro abgezweigt. Ja, der Angeklagte hatte zwei Komplizen, die bereits zu 18 und 16 Monaten Haft verurteilt worden waren. Der Richter betonte, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelte, die den Verkauf der Drogen zum Ziel hatte. Ja, die Plantage wurde im Januar bei einer Hausdurchsuchung entdeckt. Der Angeklagte wurde von seinen Komplizen belastet und Fingerabdrücke bestätigen seine führende Rolle. Ja, vor Gericht bekannte sich der Angeklagte schuldig und zeigte Reue. Er erklärte, dass er selbst Cannabis konsumiere, jedoch nicht süchtig sei. Ja, der Schöffensenat verurteilte ihn auf jeden Fall zu 21 Monaten Haft und einer Zahlung von 30.000 Euro an das Energieunternehmen. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil sofort. Ja, und dann gibt es noch ein Cannabis-Geständnis aus der Politik. Die NEOS-Chefin Beate Meine-Reisinger hat in Puls 4 oder Puls 24 Sommergesprächen zugegeben, in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. I did inhale, sagte sie auf der entsprechenden Frage. Ja, die NEOS setzten sich seit langem für eine Legalisierung von Cannabis ein und forderten eine zeitgemäße Debatte darüber. Ein konkreter Vorschlag der Partei war die Einführung eines THC-Grenzwertes bei Verkehrskontrollen, ähnlich wie bei den Alkoholgrenzwerten. Gleichzeitig betonten sie die Notwendigkeit von Prävention und Aufklärung im Zusammenhang mit Cannabis. Ja, und dann mal kurz auf nach England, denn das Joint Café wurde geschlossen. Ja, Ben Gardner 36 und seine Partnerin betrieben in Chittam Hill das Café Joint Café, das importiertes Cali Weed verkaufte. Für alle Unwissenden, Cali Weed bedeutet, dass es hochpotentes Cannabis aus Kalifornien stammt, was aber oft auch ganz woanders herkommt. Ja, egal. Nach der Entdeckung des Cafés durch die Polizei wurden beide zu Gefängnisstrafen verurteilt. Gardner zu 31 Monaten und seine Partnerin zu 27 Monaten. Das Café verlangte eine Mitgliedsgebühr von 40 Pfund und bot Cannabis an. Eine Bar, die Unterhaltung bietet. Ja, die Polizei fand etwa 70 Personen im Café und beschlagnahmte 2,6 Kilogramm Cannabis im Wert von über 29.000 Pfund. Ja, das Café hat fast 1800 Mitglieder und nutzte Social Media zur Werbung. Schade. Ja, und zum Abschluss noch eine kurze Meldung aus den USA. Und zwar gute Immobiliennachrichten. Nämlich laut einer Analyse von Tome Real Estate steigen die Immobilienwerte von Häusern, die in der Nähe von Cannabis Dispensaries stärker als in anderen Gebieten. Also die Untersuchung in Colorado, Michigan und Oregon zeigte, dass Immobilien in Orten mit Dispensaries jährlich im Durchschnitt um 4.400 US-Dollar an Wert gewinnen. Und diese Ergebnisse stimmen mit anderen Studien überein, die ebenfalls von erhöhten Immobilienwerten in der Nähe von lizenzierten Cannabis-Geschäften und in Staaten mit legalisiertem Cannabis berichten. Also Leute, wir brauchen zwar keine Mieterhöhungen, dafür aber sicherlich mehr Ausgabestellen, was dann auch die Wohnlage verbessert. In diesem Sinne, bleibt legal und vor allem gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich freue mich schon auf eure Kommentare und natürlich auch auf eure Unterstützung. Lasst ein Abo da. Und es kann sein, kurze Info von mir, ich werde jetzt operiert. Es kann sein, dass eine News nächsten Monat ausfällt, weil ich danach eine Reha habe. In diesem Sinne sehen wir uns bald in bester Gesundheit. Bis dahin, Baba.